Ja, okay, da sind wir ja sehr froh, dass wir jetzt doch noch ein paar Folien haben. Worüber wir heute berichten wollen, ist, was im letzten Jahr, also im Jahr 2006, in Bezug auf die elektronischen Reisedokumente passiert ist. Wir haben ja im letzten Jahr darüber berichtet, was da aktuell war, weil wir im November die ersten elektronischen biometrischen Reisepässe ausgegeben wurden. Und jetzt wollen wir den aktuellen Stand der Lage darlegen. Und wir beginnen aber mit einer Chronologie, damit wir mal für diejenigen, die es vielleicht nicht so im Detail mitbekommen haben, nochmal darstellen, wie das Projekt entstanden ist und wo wir uns heute befinden bei dem elektronischen Reisepass. Und zwar, wir wissen alle, dass kurz nach dem 11. September in Deutschland die sogenannten Otto-Kataloge in Kraft getreten sind, also im Beamtendeutsch heißen die Terrorismusbekämpfungsgesetz, wo verschiedene Beschlüsse und unter anderem auch die ersten Markierungen auf dem Weg zum biometrischen sogenannten E-Pass gelegt wurden. Und ein weiterer Meilenstein waren im Oktober 2004 die Einführung der biometrischen Erkennungssysteme an den Grenzen in den USA, also wo alle Ausländer, die in die USA einreisen, ihre biometrischen Merkmale abgeben müssen. Momentan sind das der Fingerabdruck von zwei Fingern und das digitale Gesichtsbild. Ich habe diese Prozedur im Sommer mal mitgemacht, weil ich zufälligerweise in die USA gereist bin. Es geht dort mittlerweile relativ schnell. Für die Fingerabdrücke würde ich sagen, vielleicht etwa 8 Sekunden, also ich würde es ganz genau sagen, ich habe es bei mir gemessen. Und fürs digitale Gesichtsbild hat es bei mir etwas länger gedauert, weil ich habe mich störrisch gezeigt. Also er hat mich mehrfach auffordern müssen, nicht mit dem Kopf zu wackeln oder zu lachen. Aber die Prozedur ist schon, Lachen ist in den USA auch nicht so gern gesehen. Wie meine hier, also das ist an der Seite hier die Fotomustertafel, die rausgegeben wurde an die Ämter und an die Fotografen, sodass man weiß, wie etwa die neuen Frontalbilder im E-Pass aussehen sollen. Aber wie gesagt, in den USA ist die Prozedur mittlerweile sehr eingespielt. Kürzlich war in der New York Times zu lesen, dass es mittlerweile 80 Millionen Datensätze gibt, die sie also seit Oktober 2004 gesammelt haben. Das Ergebnis davon ist in Zahlen ein Terrorverdächtige. Die Effizienz dieser Datensammlung, die ist ja mit dem Wort lächerlich im Grunde schon noch nicht mal, naja. Im Dezember 2004 hat dann das EU-Parlament und in der Folge der EU-Rat die Richtlinie in Kraft gesetzt, die besagt, dass in Europa die biometrischen Pässe eingeführt werden sollen, natürlich alles unter dem Deckmäntelchen der Sicherheit und der Erhöhung der Sicherheit natürlich. Das hieß, der Druck der USA auf die EU hat da Wirkung gezeigt, weil die USA schlicht gesagt hat, solange die Europäer visafrei in die USA einreisen wollen, solange sie das wollen, müssen sie begonnen haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt, der später nochmal verschoben wurde, diese Pässe einzuführen. Entsprechend ist diese Richtlinie entstanden. Nicht mal ein Jahr darauf, nämlich im Juni und im Juli 2005, ist bei uns der E-Pass beschlossen worden, einmal im Kabinett und später dann auch im Bundesrat durchgewunken worden. Dabei hat der Gesetzgeber leider die eigens von ihm in Auftrag gegebene BioP2-Studie, die der größte Feldtest bisher war, vergessen abzuwarten. Das heißt, die Beschlüsse wurden gefällt und bekannt gegeben, bevor die Ergebnisse der Tests öffentlich waren. Man kann natürlich davon ausgehen, dass das Bundesinnenministerium die Ergebnisse der Tests bereits kannte, die man schon als relativ schlecht für so einen großen Feldtest bezeichnen kann. Wir haben ja letztes Mal sehr detailliert darüber berichtet, wie die Ergebnisse dieser Studie sind. Nämlich, um es mal zusammenzufassen, die biometrischen Erkennungssysteme, die getestet wurden, sind praxisuntauglich und benutzerunfreundlich und bieten Erkennungsraten, die eigentlich noch nicht für den Masseneinsatz tauglich sind. Also wenn die Ergebnisse vorher bekannt gewesen wären in der Presse, dann wäre es deutlich schwieriger für die Behörden gewesen, das halt wirklich durchzudenken, für den Bundesrat und den Bundestag. Das muss man wohl auf jeden Fall sagen. Entsprechend können wir auch davon ausgehen, dass die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie zurückgehalten wurde, bis hier die Beschlüsse in der Regierung und im Bundesrat durch waren. Es war auch ehemals geplant, die halt wirklich deutlich vorher zu veröffentlichen, was dann aus unerklärten Gründen immer wieder verschoben wurde.
Ja. Aber wie gesagt, über die BioP2-Studie wollen wir heute nicht nochmal reden, da haben wir uns ja letztes Jahr schon genügend aufgeregt. Zu der Resonanz auf diese Veröffentlichung vom Chaos Computer Club, aber durchaus auch in der akademischen Welt gab es da einige Veröffentlichungen. Können wir nachher noch ein bisschen berichten, da haben wir noch einen eigenen Themenkomplex zu. Na, jedenfalls seit November 2005 werden die Pässe ausgegeben, zunächst einmal nur mit einem digitalen Gesichtsbild auf dem funkenden Chip in der Passdecke, aber ab nächstes Jahr dann auch mit den Fingerabdrücken. Wo sind wir also heute angekommen? Ich habe nochmal dieses schöne Bild, ich glaube, das hatte ich letztes Jahr schon, nein, das hatte ich letztes Jahr noch gar nicht, weil ich finde es so sehr bezeichnend, es ist aus einer, ich möchte fast Werbebroschüren nennen, das Department of Homeland Security, wo irgendwie auch so das Feindbild prima dargestellt ist, also hier haben sie einfach mal mit einem Bild sehr gut getroffen, und natürlich auch noch mit dem Spruch Defending the Nation, wohin eigentlich die Biometrie geht. Und aktuell haben wir da von unserem jetzigen Innenstaatssekretär August Hanning die Ankündigung, dass alle, die hierher kommen, die nicht EU-Bürger sind, demnächst eine elektronische ID-Card mit biometrischen Merkmalen tragen müssen, nämlich vor allen Dingen von diesen Ländern, die weltweit nicht bei dem biometrischen Reisepassprojekt mitmachen. Da hat er sich also noch weiter rausgehängt, als wir Deutschland sowieso machen, weil ja alle Asylsuchende in Deutschland schon seit Jahren ihre Fingerabdrücke abgeben müssen, aber jetzt sollen sie auch noch so eine elektronische ID-Card mit sich rumtragen. Und er hat auch gleich noch verkündet bei der Gelegenheit, dass wir damit ja wieder Vorreiter seien in Europa für Sicherheitsprojekte und also Terror, da waren wieder alle Buzzwörter dabei, also wir wissen schon, Sicherheit erhöht. Natürlich gibt es nach wie vor keine Begründung dafür, warum dieser biometrische Reisepass in irgendeiner Weise die Sicherheit erhöhen sollte, weil wir wissen von zurückliegenden Anschlägen, dass natürlich die Täter einen gültigen Pass hatten. Und wir wissen außerdem von langjährigen Bundesgrenzschutzbeamten, die heißen ja jetzt Bundespolizei, weil man ja von Grenzschutz auch nicht mehr reden kann, dass es eigentlich in Deutschland überhaupt keine Totalfälschungen, jedenfalls keine, die guter Qualität sind, vor der Einführung dieser biometrischen Pässe gab, sondern dass wir bereits vorher ein hochsicheres Passsystem hatten, das eigentlich Vorbild war für ganz Europa und fast weltweit. Wir haben also quasi mit diesem funkenden Chip ein neues Unsicherheitsmerkmal aufgenommen. Zu den Fingerabdrücken hatte ich ja schon, ja, kann man tatsächlich so sagen, zu den Fingerabdrücken hatte ich ja schon gesagt, die kommen. Ob wir wollen oder nicht. Ja, stimmt, die Einführung wurde etwas verschoben. Es gibt da noch ein kleines technisches Problem, denn die Spezifikation technischer Art ist noch nicht so ganz fertig. Aber die war ja auch schon früher immer sehr knapp. Also nicht nur so ein bisschen verschoben, sondern also ehemals sollte sie im März 2007 kommen und jetzt haben sie es erstmal auf November geschoben. Aber also ich gehe nicht davon aus, dass wir sie eigentlich nächstes Jahr schon sehen werden, wahrscheinlich übernächstes Jahr. Ganz davon abgesehen, dass die Lesegeräte an den Grenzen halt eh noch nicht da sind und auch vor 2008 damit nicht zu rechnen ist. Es gibt auch nach wie vor keine Antwort darauf, was uns Bundesbürger, sage ich jetzt mal, dieses Gesamtprojekt kosten wird. Auch nach mehreren Anfragen im Bundestag von verschiedenen Fraktionen, natürlich alle in der Opposition, gab es daraufhin immer noch keine Antwort. Aber da kommen wir später nochmal zurück, wenn wir kurz über die Personalausweise reden, die ja in der Folge jetzt dann auch noch kommen. Wir wollen noch mal ganz kurz darüber sprechen, wer sich sozusagen weltweit jetzt an wichtigen großen Nationen ebenfalls für die biometrischen E-Pässe entschieden hat. Das sind einmal natürlich Großbritannien und Irland, jetzt von Europa. In Europa gibt es noch deutlich mehr Länder, Australien und die USA mittlerweile, in der Schweiz und in Österreich, wobei in der Schweiz die Ausgabe der biometrischen Pässe freiwillig ist. Das heißt, der Schweizer Bürger kann sich entscheiden, ob er einen Pass mit oder ohne biometrischen Merkmal hat. Er kann allerdings davon ausgehen, dass wenn er sich, zumindest in einigen Jahren, wenn er sich gegen einen biometrischen Pass entscheidet, dass er sich ein Visum holen muss, wenn er in die USA reist. Aber wer das in Kauf nimmt, hat zumindest in der Schweiz die Wahl. Das heißt, also er kann wählen, wir können es ja nicht. Nein, ich ja jetzt schon, also mit den aktuellen jetzigen Pässen können Sie nicht. Naja, also wie ich es jetzt gehört habe, kann man, wenn man jetzt noch einreisen, weil die Frist noch nicht abgelaufen ist. Doch.
Seit Oktober eigentlich, 2007 dann. 2006. Na gut, also wir wissen es nicht, aber wir hoffen, die Schweizer haben keine Unwahrheit. Also wenn ein Schweizer da ist, der irgendwie dieses Jahr schon mal in die USA eingereist ist, mit dem alten Pass noch. Okay. Naja, nein. Achso, da muss man vielleicht mal generell sagen. Die alten Pässe, das haben wir natürlich letztes Mal schon gesagt, aber wer es jetzt vielleicht nicht weiß, die alten Pässe, die jeder jetzt in der Tasche hat, müssen natürlich nicht umgetauscht werden. Die behalten den gesamten Zeitraum ihre Gültigkeit. Dass wer Glück hat, wie zum Beispiel ich, der noch irgendwie so 8,5 Jahre einen gültigen Pass hat, ist noch eine Weile verschont. Und selbstverständlich konnte ich mit diesem Pass in die USA einreisen, ohne mir ein Visum zu holen, trotzdem ja die Ausgabe der Pässe in Deutschland schon begonnen hat, weil selbstverständlich die USA ja beim Auslesen der Pässe nicht mitmachen, sondern sich ihre eigenen biometrischen Merkmale holen. Also ich musste ja meinen Finger auflegen und mich vor die Kamera stellen. Insofern ist es war ein Druckmittel der USA, aber sie machen de facto nicht mit beim Auslesen der Pässe. Naja, außerdem natürlich. Ja, weiter ist noch gerade bekannt geworden, dass auch Indien mit seinen sehr vielen Millionen Einwohnern ab 2007 ebenfalls einen biometrischen Pass einführen wird. Wollen wir Fragen zwischendurch beantworten? Weil ich sehe da gerade eine. Aber nimm mal bitte ein Mikro, wenn es geht. Bekannter von mir, der momentan bei der Bundeswehr noch tätig ist, hat mir erzählt, dass seit die KFOR-Truppen in Bosnien tätig sind, entsprechende elektronische Pässe bzw. ID-Karten da Pflicht sind. Das ist schon möglich. Also wir wissen es jetzt auch nicht für jede europäische Region. Das ist durchaus möglich. Also in Europa ist es auf jeden Fall die Mehrzahl, aber was sich selbstverständlich für die Bundesregierung nicht verwirklicht hat, ist die Hoffnung, dass die europäischen Länder alle in die deutsche Technik investieren würden und bei den deutschen Herstellern massenhaft Lesegeräte und Equipment bestellen würden. Das ist natürlich nicht eingetreten. Die meisten Nationalstaaten haben ihre eigene Biometrie- und RFID-Technik unterstützt. Und halt eventuell andere Standards, zum Beispiel Österreich jetzt mit Active Authentication, was eigentlich sonst kein europäisches Land hat. Ja, da haben wir bei der Gelegenheit, wir bräuchten ein bisschen Ton. Every day, thousands of Americans utilize their passports for traveling abroad. Recently, the United States government... Das macht aber nichts, ich kann es auch einfach erzählen. Oder willst du das? Wir sehen hier nämlich ein interessantes Beispiel von Flexilis. Die haben sich ein Video bei YouTube, kann man es runterladen, und auf ihrer Webseite. Und da wollen sie zeigen den US-Amerikanern, wie sicher ihr neuer biometrischer Pass ist, nämlich gar nicht. Und haben ein lustiges Szenario aufgebaut, das man gleich sehen wird. Ich weiß nicht, welcher von euch den Film schon kennt. Und zwar, sie benutzen den Chip in der Passdecke als Detektierungsmodul quasi und sagen, okay, Amerikaner, wenn ihr diesen Pass tragt, da habt ihr quasi die Gefahr, dass sie euch damit detektieren und gleich in die Luft springen. Und dazu haben sie dieses schöne Video, kommt gleich die Szene, auf die wir eigentlich hinaus wollen. Also das ist in der Bar auf der DEFCON, wo das, glaube ich, vorgeführt, das Video. Und da muss man dazu sagen, dass die Amerikaner das einzige Land sind, was Shielding in ihre Pässe einarbeiten. Das heißt, sie haben irgendwie Alu-Shielding oben und unten. Das heißt, wenn der Pass zugeklappt ist, sollte es eigentlich nicht auslesbar sein. Aber sobald er halt ein bisschen offen ist, geht es halt trotzdem. Und genau das zeigen sie hier. Also wenn es halt wenige Grad offen ist, kann man es da trotzdem auslesen. Interessant ist auch, dass in Deutschland die Szene, dauert noch ein bisschen, ihr könnt es auch mal vorspulen. Interessant ist auch, dass in Deutschland sehr häufig die Frage an uns gerichtet wurde, ob man sich nun eine Alu-Hülle kaufen müsste und ob das sicherer sei. Also die Gefahr oder eine gewisse inhärente Gefahr, die von RF-Chips ausgeht, die ist sozusagen schon ein bisschen ins Bewusstsein gesickert. Ich wusste nicht, dass Sie so lange quatschen. Ich kann auch spulen, ja. Also Sie erklären mir halt noch die Technik so ein bisschen, ehe Sie zu diesem lustigen Szenario kommen. Sekunde. Sie erklären nicht. Ah. Ja, also dieses. Also Sie wollen demonstrieren, wie gefährdet man ist, indem Sie so diese Puppe verwenden. Also dieser Anzug da an der Leine ist halt der Mensch und in dem Mülleimer haben sie halt eine Bombe versteckt. Genau, und jetzt kriegt der Mensch den Pass.
Also dabei haben Sie richtig, Sie haben den Pass leicht geöffnet natürlich, wie man jetzt hier auch sehen soll. Und also dieses Video ist jedenfalls bei YouTube ziemlich rumgereicht worden, weil offenbar hatte den Nerv der Amerikaner getroffen, irgendwie, dass sie mit ihren Pässen getaggt werden könnten. Da kommt die Szene gleich nochmal. Das war jetzt ohne. Ach so, ach ja, natürlich. Also hätte man natürlich noch viel schöner darstellen können, so mit richtig Explosionen und irgendwie alles ist zerfetzt, aber halt der Grundgedanke war, den Amerikanern zu zeigen, ihr habt zwar angeblich irgendwie einen sicheren Pass, weil es Shielding drin, aber wenn man halt nur einen halben Inch irgendwie offen hat, was halt im Rucksack einfach mal passieren kann, dann kann man den Pass halt trotzdem auslesen und damit halt eine RFID-induzierte Bombe bauen. Wir überlegen halt noch, wie wir uns da PR-mäßig vielleicht auch mal ein bisschen mehr ins Zeug legen könnten. Okay. Ja, ebenfalls auf der DEFCON gab es einen Vortrag, der relativ viel Aufmerksamkeit in der Presse erhalten hat. Also hat jetzt auch noch, also aktuell Nachwirkungen, gerade in England kommt das Thema gerade wieder hoch. Und da ging es um das Klonen von diesen RFID-Chips in den Pässen. Lukas Grunwald und Christian Böttger ist halt von einer deutschen Security-Firma, haben halt dort einen Vortrag gehalten, beziehungsweise nur Lukas Grunwald, haben halt sich normales RFID-Lese-Equipment gekauft, das Golden Reader Tool, was halt an den Grenzen in den meisten Lesegeräten eingesetzt wird, ist eigentlich nicht wirklich frei verfügbar, aber wenn man sich halt ein bisschen bemüht, dann kriegt man das halt schon zu fassen und ist eigentlich auch nicht notwendig, um das zu tun. Also er hat halt auch noch eine eigene Software geschrieben, RFDump, die halt theoretisch irgendwie auch das tun konnte, halt einfach den Pass auslesen. Ja, und was sie getan haben ist, sie haben halt einfach die Daten auf dem deutschen Pass sind ja nicht verschlüsselt auf dem Pass gespeichert, sondern nur die Kommunikation wird in dem Fall verschlüsselt mit sogenannter Basic Access Control. Die Basic Access Control bzw. der Schlüssel für diese Basic Access Control ist die maschinenlesbare Zone. Also wer sich halt mal so einen Pass anguckt, man hat halt hier unten diese zwei Zeilen mit irgendwie kryptischen Zeichen, diesen vielen eckigen Klammern. Und in der unteren Zeile ist halt die Pass-ID, das Geburtsdatum und das Ablaufdatum vom Pass. Und diese drei Sachen dienen als Schlüssel, also als Initiator für die Schlüsselgenerierung. Wenn man diese Sachen, also wenn man irgendwann an diese Daten rankommt, wie zum Beispiel Pässe werden halt immer mal wieder kopiert, wenn man irgendwie in Hotels ist oder wenn man halt sich ein Auto ausleihen will, Videothekenkarte oder sowas, Moment. Wenn man halt diese Daten hat, kann man den Pass ohne Probleme auslesen. Vorne war noch eine Frage. Das Auslösen, ja, eigentlich kann man es dann auch auslösen. Wenn man, ist das an? Hey. Wenn man mit KLM in China einreist, meine Frau hat das vor 3 Wochen gemacht, dann wird dort der Pass bei der Ausreise fotokopiert. Ja, okay. Das ist sowieso noch ein Aspekt. Okay, also, was halt heißen soll, ist, dieser angebliche Sicherheitsmechanismus ist halt nur ganz rudimentär zur Sicherheit beiträglich, weil man halt an die Daten sehr einfach rankommen kann. Was sie halt getan haben, ist, die MRZ hat ausgelesen, haben daraufhin halt alle Daten vom Chip runtergelesen, die man halt dort auslesen kann, und haben sie halt auf einen Chip zurückgeschrieben, also halt, was man so klassisch als Klon kennt. Sie haben eine Sache noch anders getan, was halt in der Presse immer nicht so ganz gut rüberkam. Sie haben die MRZ verändert, sodass, also das Szenario, was Sie sich halt vorgestellt haben, Sie klauen halt wirklich einen echten Pass, zerstören den Chip dort drauf und legen Ihren geklonten Pass, Ihren geklonten Chip ein. Und die MRZ, also trotz der falschen MRZ, wird halt trotzdem die Daten aus dem Chip ausgelesen. Dass natürlich dann das falsche Foto und die falschen Namen und sowas kommen, ist klar. Also bei halt im realen Grenzszenario würde es halt nicht funktionieren, aber für automatisierte Grenzübertritte oder andere Verfahren, wo halt auf die RFID-Technik im Pass zugegriffen wird, wäre es halt sehr wohl möglich, damit Pässe zu klonen. Hat sehr großen Anklang gefunden, halt gerade jetzt in England kommt es nochmal auf. Und die Presse ist halt wirklich da jetzt auf einmal hinterher und mit so
Beispiel setzen, wie man kann ja auch gleich die PIN auf seinen Ausweis draufschreiben, also halt, wo halt ganz klar ist, dass die Presse eigentlich nicht wirklich verstanden hat, beziehungsweise wenn sie es verstanden hätte, sie es auch schon irgendwie vor einem Jahr verstehen können, weil es steht halt so in den Standards drin, dass das halt so geplant ist. Und okay, jetzt kommen wir mal zu zwei Tests, die sich mit Biometrie beschäftigen, die dieses Jahr durchgeführt würden, beziehungsweise noch durchgeführt werden. Der erste ist hier mal kurz dargestellt, das ist schön übertitelt Forschungsprojekt Fotofahndung, findet am Hauptbahnhof in Mainz statt und soll Gesichtserkennung von drei Herstellern unter konstanten Lichtverhältnissen testen. Also Ziel ist halt, gesuchte Personen in großen Menschenströmen zu erfassen. Das Projekt läuft ab Oktober und wird Ende Januar auslaufen und wir freuen uns schon im Februar dann die Ergebnisse zu erfahren, wenn sie nicht wieder verzögert werden, wovon eigentlich auszugehen ist. Der Grund, warum sie das eingeführt haben oder warum sie dieses Projekt gestartet haben, war natürlich wieder mal Verhinderung von Terroranschlägen. Es war halt irgendwie kurz nach den angeblichen Bombenanschlägen in den Vorstadtzügen. Und das war halt ein guter Grund, da mal 210.000 Euro locker zu machen, um diesen Test durchzuführen. Wie schon gesagt, drei Kamerasysteme, die den dort blau eingefassten Bereich überwachen. Es gab Gerüchte, dass sie die gesamte Treppe im Auge behalten. Das heißt, dass halt keine, also dass halt Personen nicht die Möglichkeit haben, die den Hauptbahnhof über den Haupteingang betreten wollen, dass sie dort unbemerkt durchkommen. Können wir halt im Endeffekt nichts zu sagen. Also das BKA behauptet, sie überwachen die Rolltreppe und die rechte oder die linke Treppenseite. Muss man sich natürlich auch mal überlegen, so sicherheitstechnisch, weil so, wenn der Terrorverdächtige dann außen vorbeigehen kann, macht der auch nicht so wirklich Sinn eigentlich. Teilnehmer waren 200 Personen. Das BKA hat irgendwie halt gleich kurz vor Beginn der eigentlichen Tests gesagt, ja, wir hatten total viele Freiwillige und das Interesse war riesengroß. Was sich dann rausgestellt hat, dass 150 Mainzer Bürger mitmacht und 50 Beschäftigte von Behörden. Also die haben das bestimmt auch freiwillig getan. Und natürlich, wo habe ich es hingeschrieben? Am Ende der Testphase winken attraktive Preise. Also halt genauso wie bei BioP2, wo halt der Freiwilligkeit nachgeholfen werden musste. Halt wie gesagt 200 Personen, täglich laufen da ungefähr so 20.000 Leute über diesen Bahnhofstreppe und alle nicht beteiligten bzw. Nicht erkannten Personen werden nach 48 Stunden gelöscht, die Videos. Die anderen Daten werden in die BKA-Zentrale übertragen. Ob das halt auf sicheren Wege passiert, ist halt auch unklar. Aber auf jeden Fall, sie hoffen auf eine Erkennungsrate von 80% und wären damit auch sehr zufrieden, was 80% hier wieder im Bereich von Grenzkontrollsystemen mit Millionen von Reisenden täglich heißt, kann man sich halt selber mal ausrechnen. Ganz kurz eine weitere Sicherheitslücke, die zwar nicht wirklich auf den Pass, also die wahrscheinlich nicht auf den Pass anwendbar ist, aber mal zeigt, dass man halt auch mal von relativ ungewöhnlicher Seite an RFID rangehen kann, ist von Shamir Anfang dieses Jahres publiziert worden, der sich den Stromverbrauch der RFID-Chips in dem Lisa-Feld mal angeguckt hat. Das sieht so aus, dass halt, wenn Kryptografie auf dem Chip vonstatten geht, der natürlich Strom verbraucht und der Stromverbrauch unterschiedlich ist, je nachdem, was da für Operationen ausgeführt werden. Das heißt, wenn halt zum Beispiel der Key oder ein Teil des Keys übereinstimmt, dann wird eventuell mehr Strom verbraucht, als wenn der Key nicht übereinstimmt. Das heißt, man kann halt eventuell große Schlüssellängen auf sehr kurze Schlüssellängen zusammenschrumpfen lassen und damit halt diese die Sicherheiten praktisch ad absurdum führen. Es gibt durchaus Möglichkeiten, dem vorzubeugen, wenn man halt teure Chips nimmt. Deswegen wahrscheinlich für die Pässe nicht relevant, aber halt für andere RFID-Low-Cost-Anwendungen mit Kryptografie sehr wohl eine Idee, da mal
drauf zu gucken. So, jetzt der große Interoperabilitätstest fand Ende Mai, Anfang Juni in Berlin statt. Und was hier getestet werden sollte, ist halt, dass die Funktionsfähigkeit der weltweit ausgegebenen Pässe mit potenziellen Lesegeräten, die halt weltweit auch hergestellt werden sollen. Es war der größte Test bisher mit 434 Pässen von 91 Herstellern. Und kommen später. Der war mehr oder weniger in drei Abschnitte geteilt. Das erste war die Backoffice Registration, das heißt halt jeder Teilnehmer, also jeder der 91 verschiedenen Pässe oder jeder der 91 verschiedenen Teilnehmer konnte oder musste 5 gleiche Pässe abgeben. Die wurden halt dann im Hinterzimmer mit einer definierten Hardware-Konfiguration ausgelesen, halt irgendwie in das System übergeben. Halt ein Standard Swipe-MRZ-Reader, ein Philips Pegoda, das sind diese Aschenbecher mit diesen schönen blauen LEDs, RFID-Leser oder warum sie dann zweiten Leser hatten, ist mir nicht so ganz ersichtlich geworden. Und hier auch wieder das Golden Reader Tool, was vorhin halt schon mal angesprochen wurde. Und wenn man halt zum Beispiel dorthin gegangen wäre oder sich als potenzieller Teilnehmer ausgegeben hätte, wäre man halt auf dem Weg auch sehr wohl an das Golden Reader Tool rangekommen. Interessanterweise, 95% der Pässe hatten BAC, also halt diese Basic Access Control. Ist die Mandatory in den ISOs? Das heißt, 5%, die das nicht hatten, haben eigentlich den Standard nicht eingehalten, weil weltweit oder der ICAO-Standard halt vorsieht, dass Basic Access Control benutzt werden muss. Anders sieht es mit der Active Authentication aus, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, dass Österreich das benutzt hat. In dem Fall dieses Testes waren 36% der Pässe mit Active Authentication ausgestattet. Es gab 10 verschiedene Chips, also von 10 verschiedenen Herstellern in den Pässen und 30 verschiedene Betriebssysteme, nur mal um so einen Überblick zu haben, wie viel unterschiedliche Hardware dort am Start ist. Der einzige Pass, der tatsächlich mit Shielding, also die halt in einer Aluhülle in die Passdecke direkt integriert haben, war die USA. Und hier mal den Teil der MRZ, sehr, naja, wie auch immer, also halt auf jeden Fall Happy Traveler, das zeigt schon, wie die USA mit diesem Thema umgehen. Es gab 15, also von den 91 Pässen hatten 15 eine Fixed UID. Das ist insofern problematisch, dass halt der Pass dann bei jedem Auslesevorgang halt die gleiche UID, also eine eindeutige Identifikationsnummer des Chips ausgibt, was natürlich besonders hervorragend für Tracking geeignet ist oder halt auch für diese automatischen Bomben. Also eigentlich ist vorgesehen, also die deutschen Pässe haben das auch, mit einer Random-ID zu arbeiten. Also die Daten, die jetzt hier sind, sind aus 3 veröffentlichten Excel-Files von den Interoperabilitätstests, die eigentlich ehemals nicht veröffentlicht werden sollten, aber es gab so viel Gerüchte über die Ergebnisse, dass sie sich dann irgendwann entschieden haben, das zu tun. Und ich glaube, das war noch ein viel größerer Fehler, also wahrscheinlich haben sie gehofft, dass sich das einfach keiner anguckt, aber wir haben uns das einfach mal gegeben, hatten teilweise echt viel Spaß, kommen wir später noch dazu. Aber man hat auch teilweise keinen Spaß gehabt, weil zum Beispiel es gab viele Pässe, die halt angeblich eine zufällig generierte UID haben sollten, die dann aber plötzlich irgendwie Fixed UIDs hatten, also wo halt die Hersteller der Pässe nicht mal selber wissen, was sie dort überhaupt in die Pässe integriert haben. Und es waren halt nicht wenige und nicht irgendwelche kleinen komischen Staaten, sondern halt sowas wie Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich. Also halt schon bedeutende Teilnehmer an diesem Test. Vielleicht noch ein interessanter Part, die Random UIDs der Philips-Chips begannen, also sind normalerweise mit einer Länge von 8 Byte, aber begann halt alle mit 0,8, das heißt, da hat sich die UID, die Random UID, schon mal auf 6 Byte reduziert. Eventuell andere Chip-Hersteller haben halt eine andere UID vorne, das heißt, man könnte dort eventuell zumindest schon mal herausfinden, welcher Chip in welchem Reisedokument ist und da eventuell dann Korrelation ziehen,
zu welchem Land eventuell der Pass gehören könnte. Okay, der zweite Testzyklus war der Conformity-Test, wo sie halt von jedem Hersteller, nicht von jedem Hersteller, sondern sie haben halt aus den 91, 55 Pässe ausgewählt, aus dem Grund, dass halt manche Hersteller einfach zweimal die gleichen Pässe auch mitgegeben haben oder weil sie halt dort eine Vorauswahl treffen wollten, um die Ergebnisse zu verbessern. Ist halt auch unklar, warum sie das so getan haben. Von den 55 waren 54 mit Basic Access Control. Und was sie getestet haben, also sie haben halt zwei Tracks gefahren. Einmal Layer 1 bis 4, also halt die Low, also Hardware RAF Technologie getestet und einmal Layer 6 bis 7, also halt die Protokoll, den Protokoll-Layer. Also wie da halt steht, genau, und die Ergebnisse sollten halt eigentlich, also die sollten dann wirklich nicht öffentlich gemacht werden, sondern nur für die Hersteller. Haben sie dann halt aber auch die öffentlich gemacht, wahrscheinlich in dem Zug, dass sie es halt einfach dann alles lieber öffentlich machen wollten. Und auch hier wieder deutlich schlechte Ergebnisse, also den Track 1, den Test von Layer 1 bis 4, haben nur 60% der Pässe erfolgreich absolviert. Das heißt, 40% der Pässe, die sie dort halt durchgeschleust haben, haben halt irgendwo zwischen diesen Layer 1 bis 4 halt einen Fehler aufgewiesen und wären halt an Grenzkontrollsystem halt einfach als nicht funktionsfähig durchgefallen. Für Layer 6 und 7 sah das in etwa gleich schlimm aus. Dort gab es zwei Teiltests, wo die Pässe Fehlerraten von größer 30% aufwiesen. Also halt einfach mal wieder ein bisschen hochrechnen, so 0,002% wäre vielleicht noch akzeptabel, aber sowas wie irgendwie deutlich größer 10%, das hat einfach mal, das geht einfach nicht. Ja, ein interessanter Punkt ist noch, dass ungesicherter Zugriff auf Gesichtsbilder möglich war, obwohl der Pass BAC supportet, was halt laut ISO-Standard einfach nicht der Fall sein darf. Das heißt, wenn ein Pass sagt, ich kann BAC, dann darf auch die spätere Kommunikation halt nicht plötzlich unverschlüsselt sein. Gab es halt aber auch diverseste Pässe, die das getan haben, auch sehr bedenklich. Der dritte Test war der sogenannte Crossover-Test und das war das eigentlich zeitaufwendige. Das heißt, sie haben wirklich alle 434 Pässe genommen und gegen alle 47 Lesegeräte cross-gematcht. Das heißt, sie haben halt irgendwie so kleine Gruppen gebildet, die halt rumgelaufen sind, irgendwie immer von Tisch zu Tisch und halt die Pässe, die sie mit hatten, gegen die dort stationierten Lesegeräte gehalten. War durchaus zeitaufwendig, die haben, glaube ich, 2 Tage gebraucht und haben deswegen auch gesagt, dass der nächste dieser Tests halt auf jeden Fall einer Limitierung unterworfen werden soll und halt frühestens in 2 Jahren wieder stattfinden darf. Ja, da unten steht es, 4028 getestete Kombinationen, 91 Pässe von den 10 von 4 deutschen Herstellern waren. Einer dieser Hersteller war das BKA. Interessanterweise, was halt auch erst später rausgekommen ist, dass das BKA dort halt nicht ihre Technik forcieren wollte, sondern halt gezielt manipulierte Pässe eingebracht hat, um zu gucken, wie die Lesegeräte, die dort getestet wurden, halt auf manipulierte Pässe reagieren. Die Manipulation sah so aus, dass sie halt einmal die Datengruppe 1 und 2 vertauscht haben. Das ist MRZ beziehungsweise das Gesichtsbild einfach halt vertauscht. Und das zweite war das Secure Object Document manipuliert, dass sie halt dort einfach ein paar Bits geflippt haben und geguckt haben, wie die Pässe, die Lesegeräte darauf reagieren. Die Ergebnisse aus dieser Zeit minimal 1 Sekunde, was halt schon sehr fragwürdig ist, vor allem weil man bedenkt, dass halt mit BRC halt zumindest das Lesegerät einmal durch den Swipe-Leser, also durch den MRZ-Lesegerät gezogen werden muss, was halt eigentlich auch schon dazu zählen sollte. Also wie sie auch immer auf diese Ergebnisse gekommen sind, sehr fragwürdig. Obwohl wir später sehen werden, dass es da teilweise auch einfach Leute gab, die meinten, ach, wir schalten jetzt mal irgendwie dieses Sicherheitsfeature auf, weil es uns zu lästig, irgendwie jetzt mal die MRZ einzugeben und wie deswegen wahrscheinlich kam dann irgendwann mal die 1 Sekunde bei raus.
Wobei halt allein schon die Übertragung der Bilddaten mit einer Sekunde, das geht halt einfach nicht. Also ich werde nachher mal kurz einen Pass auslesen und werde da mal sehen, das dauert halt schon so minimal 4 bis 5 Sekunden. Das Mittel lag bei 8,8 Sekunden. Maximalzeit ungefähr so 45 Sekunden, wobei es da auch wieder so ein paar Ausreißer gab. So das Maximum war halt irgendwie 250 Sekunden. Also wenn man halt am Flughafen steht und 250 Sekunden warten muss, bis sein Pass gelesen wurde, das ist halt einfach unakzeptabel. Der Grund dafür war wohl, wie mir zugeflüstert wurde, dass teilweise die Pässe einfach auf niedrigsten Übertragungsraten geschaltet haben, wenn irgendwas schief lief vorher. Das heißt, sie haben irgendwie beim ersten Leseversuch das nicht geschafft auszulesen, haben dann halt irgendwie auf Sicherheit gehen wollen und haben halt die Übertragungsrate so weit runtergesetzt, dass halt die Übertragung tatsächlich mal eine Minute dauern könnte. Deutsche Pässe, die maximale Zeit, eigentlich irrelevant, genau. Also die Lesefehler sind auch interessant. Auch hier wieder nicht etwa deutlich unter 0,1% Lesefehler, sondern Lesefehler von 15%. Das heißt, 15% ausgelesener Pässe waren halt einfach, konnten keine Kommunikation mit dem Lesegerät aufnehmen. Für die deutschen Pässe war der Schnitt halt sogar bei knapp 20%. Also auch hier Daten, die einfach mal akzeptabel sind. Willst du das vielleicht? Ah, das mache ich noch. Dann gibt es hier, jetzt kommen wir zu dem wirklich spaßigen Teil dieser ganzen Veranstaltung. Das sind nämlich die Bemerkungen. Also die erste Folie ist jetzt noch die Bemerkungen auf Folien, die zu dem Test gehalten wurden. Ja, okay, stell erstmal deine Frage, dann erkläre ich es nochmal. Okay, jetzt. Wenn sowieso 20% der Pässe nicht funktionieren, habt ihr schon mal einen Test gemacht, wenn man das Ding in die Mikrowelle legt, ob das den Pass selber beschädigt? Weil da könnte man ja quasi einfach das Ding reinlegen und sagen, ja, Fabrikationsfehler. Warst du vorhin in dem RFID-Vortrag zu den Fußball-WM-Tickets? Eben, deswegen frage ich. Okay. Das sah ein bisschen doof aus. Es wurde dieses Jahr schon mal versucht, für die Fußball-WMs wurde versucht, den RFID-Chip mit einer Mikrowelle zu deaktivieren und das gibt ein wirklich sehr schönes Foto mit so richtig großen, dicken Brandloch. Also Mikrowelle ist nicht das Mittel der Wahl, aber am Ende des Vortrags, wir zeigen noch was dazu. also die ersten beiden Aussagen sind halt von Beobachtern dieser Tests. Der erste war, sie haben halt beobachtet, wie halt die Tester sich gegenseitig verhalten. Und da ist halt aufgefallen, dass halt manche Tester, manche Ausleser, also die Tester, die hinter den Lesegeräten standen, halt erstmal gefragt haben, ja, und wo befindet sich jetzt eigentlich der Chip in Ihrem Pass? Also, weil normalerweise, es kann halt entweder in der Decke sein oder im Extrablatt oder, das sind die beiden Möglichkeiten. Und das ist halt den Beobachtern aufgefallen, dass es halt eine ganz schlechte Idee ist, wenn man den Leuten an der Grenze erstmal fragt, wo ist denn eigentlich der Chip in deinem Pass? Und weiterhin, was ich halt vorhin schon mal kurz erwähnt habe, dass halt tatsächlich Sicherheitsfeatures ausgeschaltet wurden, weil es ihnen zu anstrengend war oder aus welchem Grund auch immer. Also ist natürlich inakzeptabel. Die zwei letzten Aussagen sind aus dem Datenwust raussortiert worden, aber sind auch sehr bezeichnend. Alle 4 Pässe, die angeblich keine BAC konnten, konnten in dem Crossover-Test nachher plötzlich BAC machen. Also entweder, keine Ahnung, ich kann es einfach nicht erklären, außer dass sie da geschlampt haben oder spontane Selbstheilung. aber noch viel interessanter ist, dass tatsächlich 20 Pässe, die eigentlich keine Active Authentication konnten, dann plötzlich in dem Test Active Authentication erfolgreich durchgeführt haben. Wie auch immer. So, jetzt kommt der wirklich interessante Teil. Der Teil, wo wir wirklich, als wir uns die ziemlich großen Excel-Tabellen angesehen haben, uns also kaum noch halten konnten, weil sie hatten dort so ein, immer neben den eigentlichen Datenreihen, so ein Feld für Bemerkungen. Da haben also diejenigen, die hinter den, also an den Lesegeräten standen, so Bemerkungen gemacht. Und in Bezug auf die Zertifikate sind halt eben die hier angegebenen No Certification Checks supported.
da konnten wir uns echt teilweise nicht mehr. Die waren halt offenbar auch relativ ehrlich und haben da einfach ihre Beobachtungen notiert. Schön war auch Certificate Expired, das fanden wir auch besonders schön. Genau, also Sie haben tatsächlich zu dem Test einen Pass mitgebracht, der einfach mal abgelaufen war. Aber noch schöner sind eigentlich die für den Bereich Reader oder Software, also die Lesegeräte, wo besonders schön war Passport Reading. Ihr könnt es ja selber lesen, aber Passport Reading was possible after setting down the power. Well. Und auch die ganz letzte ist sehr schön, Passive Authentication not implemented. Also auch sehr schön, wenn man halt sich wieder ins Gedächtnis ruft, dass es halt per Standard vorgesehen ist, dass alle das können müssen. Ja, und natürlich in der Mitte, den wollten wir euch auch nicht ersparen. Die haben also den Error-Code abgeschrieben in dieses Fall. Ja. Oder auch sehr schön, wenn man halt sich vorstellt, man kommt an die Grenze und legt seinen Pass auf und es wird einfach nichts angezeigt. This app reads all data, but does not display anything. Naja, da haben wir jedenfalls gut gelacht. Wir möchten uns da auch nochmal bedanken bei der Gelegenheit, bei den ehrlichen Aufschreibern dieser Kommentare. Auch für die MAZ, also die Machine Readable Zone, die maschinenlesbare Zone, die ja Starbucks schon zeigte, haben wir da schöne Sachen. Was im letzten Fall mit den 180 Grad Knicken gemeint war, wurde uns auch nach längerem Nachdenken nicht so wirklich klar. Wir haben uns überlegt, wer die wohl machen wollten. Oder vielleicht war auch der Chip so seltsam, die Maschinen-Readable Zone so seltsam angebracht, dass sie vielleicht die Karte, die Plastikkarte verdreht hatten. Wir können uns das. Ist der Chip einfach mal da gewesen und wie auch? Ja, also wir haben halt überlegt, wie dazu gekommen ist und was die OCR-Problems gewesen sein sollen. Also halt MAZ to high in the Passport ist halt noch relativ klar, da haben sie halt einfach, also es gibt normalerweise Standards, wie hoch die MAZ halt über der Kante sein muss, weil sie halt in diesem Swipe Reader legen sie halt ein, ziehen es durch und dann wird die MAZ halt automatisch gelesen und wenn halt hier unten nochmal 2 Zentimeter mehr Platze dran sind, dann kann natürlich die MAZ nicht gelesen werden. Aber dass halt irgendwie so blöde Fehler auftreten, das ist einfach mal unglaublich. Oder besonders interessant, nee, das, also ich finde das erste eigentlich am coolsten, weil Incorrect Character, das heißt, sie haben da tatsächlich beim Drucken der MAZ einen fehlerhaften Zeichen auf die Gender Position geschrieben. Wo wir uns dann gefragt haben, was denn tatsächlich mit Transsexuellen passiert. Also es gibt halt eigentlich nur einen Frauen- oder einen Männer-Charakter. Vielleicht war das ja eine Transsexuelle, die sie halt selber festgelegt haben, wie auch immer. Ja, jedenfalls, was man daran sehen kann, und wir schließen jetzt damit auch den Interoperabilitätstest ab, ist, dass diese Technik offenbar immer noch in den Kinderschuhen steckt und sich da auch offenbar eine ganze Menge Dilettanten am Markt bewegen, die da versucht haben, bei den Interoperabilitätstests da irgendwie mitzuspielen und ihre paar Millionchen vom riesigen Kuchen, der hier gerade verteilt wird, abzukriegen. Also ist schon einigermaßen lächerlich und ich kann schon verstehen, dass dann die Entscheidung gefallen ist, dass man das erstmal nicht mehr macht und dass man auch die Teilnehmer vorher qualitativ checkt und damit auch die Menge der Leute, die da einfach hingehen und ihren kleinen Pass vorzeigen, begrenzt. Also die Ergebnisse sind schon ziemlich desaströs. Ja, wir müssen uns ein bisschen sputen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir wollen noch kurz eine andere Sache erzählen und zwar betrifft es auch wieder den Realitätsabgleich. Wir haben uns zweimal mit der Hilfe von Vera, die mit der ich mich bei der Gelegenheit bedanken möchte, eine Telefonaktion gemacht und haben Meldeämter nachbefragt, wie es denn jetzt eigentlich tatsächlich läuft in den Meldeämtern. Also wie die Praxistauglichkeit denn für den Bürger da aussieht. Wir kennen natürlich meistens alle unsere eigenen Meldeämter, wenn wir kürzlich da gewesen sind und wir wollten es aber mal ein bisschen genauer wissen und haben uns bundesweit 25 Meldeämter rausgesucht, sind ein bisschen mehr, aber manche konnten wir nicht zweimal erreichen und haben die einmal im Februar, also nur 3 Monate nach der Einführung der Pässe und einmal jetzt im September befragt und zwar nach der Anzahl der Rückweisungen von den Passfotos, also wie viele von den Menschen dort ankommen und sich nochmal ein Passfoto oder eben noch zweimal machen lassen müssen, weil dieses Bild nicht kompatibel ist zu der Software. Zum Zweiten, ob bereits in den Ämtern Software vorhanden ist, wo man also mithilfe dieser Software checken kann, ob dieses Bild, dieses neue Frontalfoto kompatibel ist.
Dann haben wir auch gleich noch gefragt, ob sie denn schon die Schablonen haben, weil es gibt so eine transparenten Schablonen, die man auf die Bilder auflegen soll, wenn man im Meldeamt arbeitet, um zu gucken, also ob die konform sind. Und als Letztes haben wir auch noch gefragt, ob sie bereits Lesegeräte haben, denn normalerweise muss ja der Besitzer des Passes die Möglichkeit haben, den Pass irgendwo auf einem Lesegerät aufzulegen und zu gucken, welche Daten befinden sich denn auf dem Chip, weil zu Hause kann das ja in der Regel nicht. Also es gibt eine Open-Source-Variante, die das schon kann, aber normalerweise... Ja. Also der Durchschnitts 0815 Otto Erner Normalbürger wird nicht zu Hause seinen Chip auslesen können. Insofern ist es natürlich sehr wichtig, dass auf den Meldeämtern diese Lesegeräte vorhanden sind. Und ich habe da mal zwei Tortengrafiken. Und zwar beschreibt das hier die Rückweisung. Also die Frage, wie oft... der Passwortes, genau, nicht der Rückweisung von der Passwortes. Hier sieht man also, dass sich offenbar die Situation von Februar bis September etwas verbessert hat. Also am Anfang war es wohl so, dass knapp die Hälfte sehr oft die Bürger wieder nach Hause schicken mussten oder nochmal zum Fotografen oder eben auch noch ein drittes Mal, weil einfach die Fotos nicht konform waren. Aber mittlerweile hat sich's wohl rumgesprochen und die meisten Fotografen wissen jetzt, dass die Leute nicht mehr lachen sollen und dass sie gerade ausgucken müssen. Und also es ist offenbar ein bisschen besser, aber es gibt immer noch 5%, das heißt also von der kleinen Menge so 2-3 Meldeämter, die immer noch oft mit diesen Rückweisungen zu kämpfen haben und entsprechend natürlich auch mit einigermaßen verärgerten Bürgern, weil man ja irgendwie so 9 oder 12 Euro pro Passbild Set zahlt und mag natürlich auch nicht gerne wieder weggeschickt werden. Allerdings ist auch bei den Befragungen klar geworden, dass mittlerweile die Information, dass es einen neuen Pass gibt und neue Passbilder so jetzt durchgesickert sind. Aber wir sehen immer noch, jetzt auch im September, dass es 67% sind, die immer noch hin und wieder Leute wegschicken müssen. Und wobei ja, also fast ein Drittel sagt mittlerweile, die Situation ist normal. Zu den eigentlichen Ergebnissen sonst, man muss es mal so klar sagen, mittlerweile wissen alle, dass es einen Chip auf diesem Pass gibt, wo Daten gespeichert sind. Im Februar war das noch nicht der Fall. Das heißt, da rief man Meldeämter an und fragte danach und sie hatten no clue. Sie wussten überhaupt gar nichts. Sie wussten nicht, dass es einen Chip gibt, noch dass da irgendwie Daten drauf gespeichert sind. Natürlich muss man immer sehen, dass man nicht immer mit der Pressestelle von so einem Meldeamt redet, sondern durchaus einfach mal mit einer Sachbearbeiterin. Aber es hatte sich also offenbar auch 3 Monate nachher noch nicht rumgesprochen. Mittlerweile war kein Amt mehr dabei, die es nicht wissen. Das hat natürlich sicherlich auch mit der Pressesituation zu tun, weil es war ja doch so, dass die Presse dann darüber geschrieben hat, zwar recht negativ, wozu wir gleich noch mal kurz kommen. Aber es hat sich jetzt auch bei den Meldeämtern darum gesprochen, dass da ein Chip ist und Daten. Mittlerweile haben gut die Hälfte diese Software. Am Anfang hat es gut wie keiner, also nur so 2-3 Ämter, aber mittlerweile hat über die Hälfte diese Software, sodass sie dem Bürger relativ sicher sagen können, ob diese Passbilder durchgehen und nicht mehr so mit dieser Schablone. Und auch die Anzahl der Lesegeräte ist von nur 20% auf 90 hochgeschnellt. Also fast alle Meldeämter, die wir befragt haben, haben mittlerweile Lesegerät. Von diesen 90% sind aber etwa die Hälfte, die es nicht aktiv anbieten. Sprich, sie haben entweder nur einen Mitarbeiter, der diesen Computer bedienen kann, weil sie müssen einen Computer hochfahren dafür. Es gibt nur ganz wenige Ämter, die standardmäßig irgendwo ein Lesegerät rumstehen haben und das dem Bürger offensiv anbieten. Manche haben es im Keller zu stehen, wie sie auch relativ freimütig am Telefon mitteilten. Weil offenbar auch der Sinn dieser Lesegeräte überhaupt nicht klar ist, also dass die dafür da sind, damit der Bürger sich angucken kann, was auf diesem Chip ist und überhaupt erstmal verifizieren kann, ob die Daten darauf korrekt sind, ist da offenbar noch nicht angekommen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ne? Ja. Wir beeilen uns jetzt ein bisschen und sagen ganz kurz was über die Personalausweise, die ab 2008 kommen. Wir hoffen alle, dass das noch zu verhindern ist, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Ich habe hier noch diese eine Frage, die aus einer kleinen Anfrage beim Bundestag ist, von der FDP. Und die Frage war, hat die Bundesdruckerei ihre Kalkulation hinsichtlich Produktionskosten und Gewinnanteil offengelegt, also in Bezug auf den Personalausweis? Und wir sehen unten die Antwort der Bundesregierung. Also es gibt auch für den Personalausweis überhaupt keine Antwort und lustigerweise haben sie nicht mal danach gefragt. Das ist also die offizielle Antwort der Bundesregierung. Das fanden wir doch schon ziemlich einen Hammer. Da gab es im Jahr 2006 noch dieses, war auch ein bisschen Medienecho um die Vermarktung, denn die Bundesregierung hatte die gloriose Idee, dass ja die Wirtschaftsunternehmen diese Personalausweise exzessiv nutzen.
Und da könnten Sie doch eigentlich auch eine Gebühr zahlen. Und es gab da auch schon so die ersten Beträge, nämlich 40 bis 50 Cent in so einem sogenannten Transaktionsmodell. Es gab auch noch so ein Abo-Modell pro Datensatz, also für Firmen, die dann den biometrischen Personalausweis nutzen. Mittlerweile gibt es da ein Dementi vom Bundesinnenministerium. Aber die Quelle war schon nicht unseriös. Also die damals veröffentlicht hat, Kuping & Cole, war das also so eine Unternehmensberatung. Okay, wir müssen das skippen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir wollten eigentlich noch mal kurz was über die Presse sagen, die sehr schlecht war in Deutschland, muss man schon sagen. Viel Spott und Thema, auch aus der Main-Presse gekommen. Und hier oben ist nochmal das Zitat, was jetzt jüngst in der BBC stand, zu diesem Klonen der RAF-Chips. Aber wir wollten, wenn wir noch einen ganz kleinen Show-Act haben, jetzt hier mal abbrechen. Wir wollen noch darauf hinweisen, dass der Chaos Computer Club eine eigene Datenschleife rausgegeben hat zum Thema Überwachungspass, die immer noch aktuell ist und die kann man auch für 2,50 auch hier erstehen. Da sind alle Fakten und noch mehr noch zusammengetragen, insbesondere auch die Ergebnisse der BOP2-Studie. Und jetzt wollen wir euch zeigen, wie man einen Chip tötet. Das Video. Das werden wir natürlich nicht zeigen. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen vorher? Okay. Nimmst du das Mikro kurz? Aber eine ganz kurze Frage. Wie viel kostet ein Reisepass in Deutschland? 59 Euro der neue. Wie viel? 59 Euro für 10 Jahre, beziehungsweise für 5 Jahre, wenn man unter 27 ist. Okay, danke. Und wenn man so lange mit einem eventuell kaputten Chip rumlaufen will und sich nicht vorher einen neuen Pass holt. Und es gibt auch den vorläufigen Reisepass, den man schneller bekommt. Ist da auch der Chip drin? Da ist jetzt auch der Chip drin und der kostet, glaube ich, 92 Euro oder 89. So um die 90, also der Expresspass, der sogenannte Expresspass. Der ist auch echt schnell. Und der ist von aus diese Zeit. Und der ist komplett mit Machine Readable Zone und Chip drin? Ja. Okay. Interessanterweise wird der ausgedruckt, irgendwie mit einem Farblaser, Drucker, das Passbild und sowas. Ganz krude. Da drüben noch eine Frage. Wo ist das zweite Mikro? Nee, hinter dir. Hinter dir. Geht das gerade? Achso. Ich wollte nur ein bisschen kleinlich sein, was die Definition angeht, weil es wird ja immer bei dem neuen Pass von einem Biometriepass gesprochen, was ja eigentlich nicht ganz korrekt ist, weil der alte war ja auch schon biometrisch. Da war das Passbild drin, es war Größe drin, Augenfarbe und er war auch elektronisch auslesbar. Es wurde nur ein zweiter... Zweiter Datensatz hinzugefügt mit einer weiteren Auslesbarkeit. Ja, natürlich. Also keine Frage. Wir haben unseren Talk auch elektronische Reisedokumente genannt. Natürlich war da schon vorher Biometrie enthalten, aber für uns macht es schon einen großen Unterschied, ob man die Biometrie digital vorliegen hat oder nicht. Natürlich hast du aber recht. Klar. Bitte. Haben wir noch? Ja. Geht es? Ja. Dass man diese Chips töten kann, das ist ja kein Geheimnis. Aber was habe ich denn für Reaktionen zu erwarten, wenn ich dann mit einem Chip an der Grenze bin mit einem getöteten? Das Bundesinnenministerium hat angekündigt, dass es dann jeweils zu einer verschärften Kontrolle kommen wird. Du kannst also damit rechnen, dass man extra getestet wird. Die ganze biometrische Prozedur an den Grenzen wird immer ein überwachtes Szenario sein und immer zusätzlich zu den sogenannten Schengen-Standards durchgeführt. Zusätzlich. Also ein Zeitersparnis ist natürlich hier dann auch nicht zu erwarten. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass sie tatsächlich, wenn es jetzt so sein sollte, dass bei den meisten da irgendwie ein grünes Licht auftaucht und bei dir immer rot, dann man muss dann schon ein bisschen zusätzliche Zeit. Aber gut, also am Flughafen geht eh nicht mehr allzu schnell. Okay, ganz kurz für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ich werde hier mal einen Reisepass einfach mal auslesen mit dem schon erwähnten Golden Reader Tool. Und mit Basic Access Control, Chip, also man gibt halt hier, der untere Teil ist halt die maschinenlesbare Zone, angeben und jetzt einfach mal gucken, wie lange es halt dauert, bis es halt ausgelesen wird. Eine Sekunde, noch eine Sekunde. Okay, das war jetzt das Auslesen und jetzt... letztes Jahr auf dem Kongress gab es dieses nette Device, was man sich bauen konnte, wurde als RFID-Zapper bezeichnet und er ist jetzt ganz zufällig bei Zooms draufdrücken. Das ist illegal. Der Tisch drückt drauf.
Ja. Wir haben es nicht betätigt. Okay. Mal gucken, was passiert. Also, weil der Pass ist natürlich Eigentum der Bundesrepublik Deutschland und bleibt es auch immer, egal wem er gehört. Ist das kein Pass auf diesem Reader? Also, und die arme Person, der Pass gehört. ihr müsst jetzt natürlich alle geblitzdingst werden, weil offiziell habe ich das gerade nicht getan. Ihr habt es alle vergessen. Ja, das, und zwar würde mich jetzt interessieren, ihr hattet ja gesagt, dass man die im Prinzip den Chip faken kann. Jetzt ist die Frage, was das für ein Fake ist. Ist es ein Fake nach dem Motto, ja, ich bin jetzt ein Mikrocontroller und ich sage, ich schicke jetzt diese Daten. Sprich, ist es also nicht ein originaler Chip, der sozusagen wieder personalisiert wurde, sondern ein Gerät, was sagt, hallo, ich bin ein Chip. So genauso wie Leute vor einigen Jahren mal gesagt haben, wir faken eine Geldkarte, indem man einen Mikrocontroller hat, der sagt, ich bin eine Geldkarte und auf mir ist so und so genau. Viel Geld. Und wenn du auf Reset drückst, sage ich, ich bin wieder voll. Ist das jetzt dieser Ansatz? Das war der Fall von Herrn Grunwald, der hat genau das getan, der hat halt eine frei programmierbare RFID-Karte genommen und hat halt praktisch ein Programm geschrieben, was sich halt wie ein Pass verhält. Man kann es natürlich auch anders nehmen, dass man halt wirklich Prozessorkarten nimmt, die ein eigenes Betriebssystem drauf haben, wo man sich halt die ganze Implementation spart, weil die halt im Betriebssystem drauf ist und dann halt einfach dort die Daten reinschreibt. Das geht natürlich auch. Also es waren keine originalen Chips, die ihr personalisiert habt? Nein. Okay. Wir sowieso nicht. Also, wir haben das sowieso nicht gemacht. Wir haben dir nur ein Projekt von jemand anders dargestellt. Warum sollten wir? Noch Fragen? Weil ansonsten ist auch die Zeit um und wir bedanken uns natürlich recht herzlich. Vielen Dank.